Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und nachdem ihr vielleicht das Video gesehen habt, erste Runde Zombie-Modus, spielen wir jetzt natürlich zum ersten Mal MW3 Multiplayer. Listenfilter, habe ich das alles gemacht? Ich mache alles an, egal was kommt, ich spiele es einfach, just for fun. Suchen und Zerstören habe ich mal ausgemacht, das ist ja mehr taktischer Natur, da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Das kann man in Ranked-Modus spielen oder so, wenn der irgendwann mal kommt. Aber jetzt erstmal, würde ich mal sagen, auch frei für alle, sehr, sehr cool eigentlich. Mache ich einfach mal alles an. Wir haben Grafik auf volle Pulle. Ich habe durch den Zombie-Modus bin ich auf Level 3, kann hier aber noch nichts auswählen, noch nichts freigeschaltet. Deswegen lassen wir uns mal überraschen. Spiel mit den vorgefertigten Klassen. Let's go! Erste Game, Modern Warfare 3. Ja, schauen wir uns mal an die Sache, ne? Schauen wir uns mal die ganze Sache an. So, wir haben hier jetzt Afghan und Terminal. Beide waren, glaube ich, in der Beta nicht dabei. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal... Ihr wisst, ich kenne mich bei Maps und COD gar nicht aus. Ich spiele... eigentlich erst seit Black Ops 4 und eigentlich nur die Battle Royale Spiele, Blackout und Warzone. Natürlich habe ich auch die anderen MW2019 gezockt, Cold War, den Zombie-Modus ein bisschen und so weiter, aber eigentlich kenne ich mich nicht aus. Crossplay ist an, wir sehen es hier. Direkt schon ein paar Controller-Gegner. Und ja, let's go. Ganz erste Runde. Ja, wir nehmen jetzt natürlich hier diese Vorgefertigten mit einem Kampfgewehr und einer Schrotflinte. Hier haben wir Nahkampfsachen eher mehr oder weniger. Gut, hier ist eine Pila dabei. Eine Sniper. Da willst du keine eigene machen. Nehmen wir jetzt hier die Wasp. Ist das nicht eigentlich eine. Ich meine, diese schwarz-weiß aber. So, MW3, Leute. MW3. Abschuss bestätigt. Was haben wir denn jetzt hier? Wir den Fall. Ich muss mal klarkommen. Muss nach. Eine Sense. Brechi, brech! Granate ist raus! Wir werfen uns hier mit Granaten ab. Wie sonst was? Oh, Scheiße! Ich lebe noch. Alter! Digga, hier kommen ja nur. Perfekt. Okay. Ich kenne die Map gar nicht. Das ist hier doch die alte Verdansk, oder nicht? Ist das nicht Verdansk? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne mich wirklich nicht aus. Ich weiß nicht, wo hier irgendwas kommen kann. Der Feind ist in Führung gegangen. Meine Sense ist irgendwie ein bisschen... Ja, er liegt da wie seine Mutter bei der Arbeit. Das fängt ja schon wieder gut an hier. Ich muss ein bisschen was werfen. Oh! Granate von... War das meine? Ja, meine eigene Granate. Okay, also anscheinend irgendwie sich sehr viel Kampf abspielen. Wer führt unser Ziel? Granate ist raus! Werf eine Granate! Granate! Granate ist raus! Er liegt da nicht mehr, okay, ist schon mal gut. Okay, wie gesagt, ich kenne die Map. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie hat hier schon irgendwas gestartet. Verbündeter Machtkörper oder was? Oh mein Gott. Muss wach bleiben. Den einen haben wir mitgenommen. Also mir kommt es irgendwie vor, als wenn man langsam läuft. Ne? Ich weiß auch nicht, warum kommt mir das so langsam vor? Hinter dir! Na, hinter mir was. Wechsle Magazin! Granate ist raus! Registriert. Oh, das geht. Muss nachladen. Oh, wie lange muss ich nachladen? Snipen. Okay, das habe ich auch gebindet. Irgendwie kommt es mir vor, die Hitmarker-Sounds sind so leise. Nicht die Schüsse. Verbündete okay. Erosion aufklärungsüber. Lade nach. Ich hab dir den Arsch gerissen. Oh nein, jetzt hab ich den einen Knopf gebindet. Ach, Digga. Erste Runde unter dem Knopf gebindet für einen Streak. Ich stehe unter direktem Beschuss. Achtung, Drohne verlässt das Einsatzgebiet. Das ist das wieder das Problem. Wo
Wo war das jetzt wieder mit dieser Streak, Digga? Hier, Abschuss. Hier. 4. Ja, weil er dann das Plattenpack nicht hat, ne? Hab ich das bei Warzone, oder? Was ist das für ein Dreck? Werde hier beschossen! Magazin wechseln! So, also wir hatten schon ein schönes Killstreak. Sonst hätten wir nicht wieder da alles schon gehabt. Kampfjet. Bestätigt. Aber mir kommt das Spiel. Mir kommt so langsam vor. Was ist denn los mit meinen Augen oder was? Warum kommt mir das Spiel nicht so langsam vor? Ich hab beide genommen. So, dass ich loslaufe. Oh, Shotgun ist komisch. Was ist das für ein Shotgun? Hä? Muss nachladen. Ich weiß nicht, warum mir das Spiel. Habe ich irgendein anderes schnelles Spiel in letzter Zeit gespielt, das so langsam vorkommt? Ich weiß nicht. Irgendwie kompliziert die langsam. Hä? Feindliche Mörder. Werde hier beschossen! Nein! Ja. Ich bin erster Platz, wie immer. Perfekt. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben einmal dieses Marschflugkörper. Online. Hallo, kann ich mich steuern? Oh mein Gott, oh mein Gott! Perfekt! Nichts getroffen! Der nähert sich dem Ziel. Ziel markiert! Erbitte Feuermission! Bestätigt! Barrow 6 startet Aerosolbomben. Ist unterwegs. Aerosolbomben, let's go! Was ich schon bei Videos gesehen habe, manche konnten ja schon ein bisschen eher zocken in Konsole, Neuseeland ist, meiner Meinung nach, ist die Time to Kill schon wieder sehr, sehr niedrig. Ihr seht das. Die Hälfte der Missionszeit ist vorbei. Warum? Haltet die Führung. Was ist da passiert? Die Beta war so schön und mir kommt so vor, auch als ich schon ein Video gesehen habe, dass die Time to Kill sehr, 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 sehr niedrig ist. Granate, weg! Das ist so lang, oder? Ich weiß auch nicht, wo ich hier bin. Bestätigt. Mir das so vor, umgelegt. Wie so langsam ist irgendwie. Lade nach! Granate ist raus! Granate! Weg! Okay, sehr gut. Muss nachladen! Einsatzbereit. Okay. Marke gesichert. Sehr geil. Abschuss bestätigt. Erbitte Aufklärungsüberflug. Verstanden. Nein, das war. Oh mein Gott, das war Glück. Wechsle Magazin. Auch ein bisschen veraimt, der Junge. Oh. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Abschuss bestätigt. Abflugkörper bereit zum Start. Sehr gut. Verbündete Drohne online. Registriert. Da ist einer. Bomben sehr gut. Abschuss bestätigt. Nein! Oh mein Gott, was ist das für eine Shotgun, Alter? Komm ich ja gar nicht klar. Kann man hier noch irgendwie anders reingehen? Alter, wie fällt denn sie nach? Leute, sammelt doch mal die Dinger hier ein. Bestätigt. Wo kommt er denn her? Oh mein Gott. Ist er da gespawnt oder hat er da gecampt, die Sau? Und man sieht... Nein! Man sieht immer unten, auf welcher Killstreak man ist. Also nach jedem Kill sieht man, wie viele Kills man gemacht hat. Ist auch neu zu der Beta. Verbündeter Marschflugkörper eingesetzt. Verbündete Drohne online. Da einer. Ah! Also, Time to Kill gefällt mir nicht. Es ist zu schnell. Auf beiderlei Seiten, wenn ich einen töte. Das hatten sie besser. Okay, Marschflugkörper ist auf dieser Map nicht wirklich sinnvoll. Aber gut, ich konnte ja nichts auswählen. Auch das ist, glaube ich, alles nicht sehr sinnvoll auf der Map. Bitte Feuermission! Verstanden. Weil es überdacht ist. Na, da haben wir wenigstens eine. Werde hier beschossen! Werfe eine Granate! Scharfschütze auf. Guck mal, wie schnell der Tod war. Guck mal, wie schnell die Toten sind. Das war in der Beta anders. Lade nach. Das hat viel länger gedauert. Und ich fand's gut. Auf beiderlei Seiten. Der ist bestätigt.
Da unten laufen zwei, die hole ich mir. Scheiße! Oh mein Gott! Ziel ausgeschaltet. Nein, schade. Aber war auch wieder gut. Ja, wieder Erster, obwohl ich ja am Erklären und Labern bin. Er sieht den Aufklärungsüberflug. Ja, den Maschenkörper nochmal weg jetzt, aber... Ah, doch, da draußen jetzt mal. Den kommt bald nicht. Den nehmen wir mit, den Jungs. Was? Hab ich gedacht, das ist okay für mich. Werf eine Granate! Oh, Mama. Ja, da hat man jetzt mal den Todeschat gehört. Nein! Oh mein Gott, beide treffen auf mich. Sehr gut. Wettle-Magazin. Oh, oh, nein, ja. Es dauert ewig, diese Waffe nachzuladen, die man hier hat am Anfang. Mein Gott. Ja, ja, piep, 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 ich weiß. Da habe ich natürlich Waffen beigetragen, mein Junge. Da ist einer. Das haben sie auch verbessert. Visibilität, dass man das, die Namen haben sie schön hier, ne, ihr seht das, Egon, bläulicher, mit schwarzem Rand, bei den Gegnern natürlich genauso, und dann... Scheiße. Ja, ich habe am meisten Bestätigte eingesammelt, meisten Abschüsse, es ist alles irgendwie noch ein bisschen laut. Ich werde mal die Musik wieder weniger machen. Noch auch die Stimmen sind sehr laut. So, Zeit läuft ab. Und wir haben gewonnen. Erste Game, erster Sieg. Direkt erster Platz. So, oh, ich bin direkt 4 Level gestiegen. Von Level 3 auf Level 7 in einer Runde. Gut, am Anfang geht es natürlich sowieso schnell. Schade auch hier, finde ich, dass hier immer nur der letzte Abschuss gezeigt wird. Früher war das mal so bei Ihnen im COD, ich weiß nicht mehr bei welchem, dass da immer der beste, ja, das Beste von der ganzen Runde gezeigt wurde, wo einer mal 3, 4 hintereinander gekillt hat. Aber ihr seht, ich bin mit Abstand der beste Spieler, wie immer, in Call of Duty. Diese erste Runde wird an Cut hochgeladen. Ansonsten freut euch auf weitere Videos MP3. Ich level alle Waffen hoch, bis dann Warzone kommt. Warzone 3 in Anführungsstrichen. Oh mein Gott. Tausend Sachen freigeschaltet. Weil ich Gott bin, direkt auf Level 8. In einer Runde. Auch die Waffe. Bam! Hallo? Bam! Bam! Hey, bitte mal bitte.